Ja, geschätzte Teilnehmende, hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Unlocking HR Performance. Wir freuen uns auf die nächste Stunde mit Ihnen und vor allem freuen wir uns, dass Sie sich Zeit für dieses Thema nehmen. Bevor wir jetzt mit unserem Input loslegen, ein paar wichtige Hinweise vorab. Wir werden die ersten circa 45 Minuten unseres Webinars aufzeichnen und Ihnen dann später auch auf YouTube zur Verfügung stellen. Im Anschluss unseres Inputs werden wir noch eine Q&A-Session machen, die dann nicht mehr aufgezeichnet wird. Sie können also während des Webinars gerne Ihre Fragen direkt im Chat platzieren und wir kommen dann später darauf zurück. Auch wir werden Ihnen während des Webinars ein paar Fragen stellen und laden Sie deshalb dazu ein, auch diese direkt auf dem Bildschirm zu beantworten. Ja, wer sind denn wir überhaupt, meine zwei Kollegen und ich? Mein Name ist Stefanie Mattis, ich bin Senior Transformation Consultant bei TTS und ich berate vielfältige Unternehmungen in vielfältigen HR-Transformationsthemen, wie zum Beispiel die Gestaltung einer HR-IT-Roadmap oder eines HR-IT-Betriebsmodells. Themen aber auch wie eine Jobarchitektur oder generell Change-Management-Themen. Davor war ich selbst jahrelang im Business bei einem international tätigen Lebensmittelhersteller für die HR-digitale Transformation verantwortlich, habe die mitgestaltet, mitgeprägt und vor allem miterlebt. Das heißt, ich weiß sehr gut, in welchen Schuhen Sie sich befinden. Stefan, what about you? Wir können auch gerne mit meiner Vorstellung weitermachen. Ja, mach du mal weiter, Björn. Und dann kannst du, Stefan, noch den Knopf suchen. Ja, mein Name ist Björn Schulz. Ich habe die letzten 13 Jahre in einem Elektronikkonzern verbracht und habe dort innerhalb von HR in verschiedenen Rollen meinen Beitrag geleistet, um HR fit für die Zukunft zu machen. Mein Fokus lag und liegt darauf, Transformation nicht mit Digitalisierung gleichzusetzen und schon gar nicht als reines IT-Projekt zu sehen, sondern vor allem eben auch die Chancen da zu suchen, wo IT aufhört, nämlich in der Organisation, im Prozess und das zu hinterfragen. Und das müssen nicht immer gleich neue Organisationsmodelle gehen. Manchmal können auch kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen. Und ja, das ist die Erfahrung, die ich jetzt bei der TTS als Senior Transformation Consultant mit einbringe. So, Stefan, zweite Chance. Sehen deine Lippen. Jetzt, Stefan? Ja, bin ich jetzt zu hören? Ja, jetzt bist du da. Okay. Sehr schön. Also, willkommen ebenfalls. Okay, danke schön. Also, ich bin Stefan Schmid. Mein Seitenwechsel vom Business in die Beratung liegt schon 15 Jahre zurück. Und ja, in diesen zurückliegenden 15 Jahren habe ich zahlreiche Unternehmen, gerade international agierende Unternehmen, beraten in der HR-Transformation, insbesondere im Kontext Globalisierung und Digitalisierung. Und als Hobbyforstwirt weiß ich, es empfiehlt sich beim Holzhacken ab und zu auch mal die Axt zu schärfen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Axt zu schärfen und zu schauen, wo liegen weitere Potenziale, um die HR-Performance auf ein neues Level zu heben. Und back to you, Steffi. Ja, genau. Warum eben auch dieses Thema Unlocking HR-Performance oder eben wie Sie das digitale Potenzial noch mehr heben können. Wir erleben oft viele Kundinnen, die sind zwar zufrieden mit ihrem neuen System, mit ihren neuen Modulen, haben aber immer noch so ein bisschen das Gefühl, ach, ich muss da noch mehr rausholen. Oder aber es wurden gewisse Dinge während des Projekts auch repriorisiert, weil es vielleicht zeitlich nicht mehr gepasst hat auf den Go-Live. Und ja, in the end einfach viele Rückmeldungen, so ist, da sollte doch noch mehr gehen. Und dazu wollen wir Ihnen jetzt in den nächsten Minuten konkrete Handlungsmaßnahmen aufzeigen. Wir wollen aber auch gerne unsere Erfahrung aus der Praxis mit Ihnen teilen, also aus der Praxis mit Kunden, aber auch unsere eigenen und vor allem auch für die Zeit nach dem Go-Live sensibilisieren. Die ist nämlich unglaublich intensiv. Und wir hoffen vielleicht, mit unseren Inputs bei Ihnen etwas Reflexion anstoßen zu können, wenn nicht gar ein bisschen Inspiration.
Sie sehen jetzt im nächsten Slide die verschiedenen Phasen von Digitalisierungsvorhaben. Das kommt Ihnen bestimmt bekannt vor. Also man macht oft ja mal zuerst eine Standortbestimmung, plant ein Vorhaben, macht den passenden Business Case dazu, initialisiert das Projekt mit der entsprechenden Projektorganisation, einem definierten Scope und auch der besprochenen Zusammenarbeit. Man geht dann in die Realisierung rein, geht hoffentlich pünktlich live und dann ist man plötzlich eben drin in diesem Betrieb. Und um diese letzte Phase geht es jetzt in unserem Webinar hauptsächlich um diese intensiven Phase von Betrieb, wiederum der Optimierung von gewissen Dingen und vielleicht schon Folgeprojekten, die schon wieder vor dem Start sind. Und bevor wir jetzt aber in diese konkreten Insights abtauchen, möchten wir oder müssen wir trotzdem nochmals einen Blick auf den Start von Digitalisierungsinitiativen werfen, weil das nämlich unmittelbar einen Zusammenhang damit hat. Stefan, darf ich dich bitten? Digitalisierungsvorhaben erfordern ja typischerweise auch hohe Investitionen. Und Sie werden vermutlich zum Start Ihres Vorhabens auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht haben oder einen Business Case präsentiert haben, um das Vorhaben tatsächlich auch genehmigen zu lassen. Und da werden Sie vermutlich festgestellt haben, dass es häufig einfacher ist, die Kostenseite transparent zu machen und dass es manchmal schwierig ist, die Nutzenseite auch transparent zu machen und auch zu quantifizieren. Aber heute geht es um die Nutzenseite, heute geht es um die Benefits, die Potenziale, die wir mit Digitalisierungsvorhaben heben können. Und da fangen wir mal links an, technologische Einfachung. Also, dass jetzt Altsysteme abgeschaltet werden können, dass vielleicht ein Flickenteppich behoben werden kann, dass Schnittstellen wegfallen, das zählt zur technologischen Vereinfachung und die Einsparungen auf dieser Seite, die sind häufig ganz gut auch zu quantifizieren, auch monetär zu quantifizieren. Wenn wir dann nach rechts wandern auf dieses Cluster Prozesseffizienz, da zählt beispielsweise dazu, wir in HR, wir nehmen uns vor, dass wir nach erfolgreichem Go Live, dass wir weniger administrative Kapazitäten investieren müssen und mehr Luft, mehr Raum haben für Beratung zum Beispiel oder Innovation oder Projekte in Personalthemen. Und es macht Sinn, nochmal zu reflektieren, was haben wir uns damals vorgenommen? Inwieweit haben wir es tatsächlich erreicht? Inwieweit haben wir auch erreicht, vielleicht auf der IT-Seite Kapazitäten zu reduzieren? Oder haben wir Zeitersparnisse für Mitarbeitende und Führungskräfte tatsächlich wie geplant realisieren können? Wenn wir weiter nach rechts gehen, das sind häufig Themen, die sind schwieriger zu quantifizieren und manchmal auch gar nicht monetär zu bewerten, zumindest nicht controllertauglich. Das ist zum Beispiel das Cluster hier Employee Engagement, Employee Experience. Vielleicht haben wir uns vorgenommen, dass Arbeits- und Lernprozesse nahtlos integriert sind, dass ich als mobiler Servicetechniker beispielsweise, wenn ich eine Anlage warte, dass ich da direkt über mein mobiles Endgerät Hilfestellungen bekomme, dass ich vielleicht auch Tipps hochladen kann für meine Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche Anlage warten oder reparieren müssen. Das sind Themen rund um Employee Engagement, die einen hohen Nutzeneffekt darstellen und wo es auch nochmal gilt, sich zu überlegen, was haben wir uns eigentlich vorgenommen, was haben wir uns erreicht und wollen wir vielleicht noch zusätzliche Ziele neu definieren. Und wenn wir weiter nach rechts gehen, Business Impact, da zählt beispielsweise dazu, dass wir an Speed, an Agilität gewinnen, dass wir mehr Innovation machen können. Speed gewinnen zum Beispiel darüber, dass wir bei dem Launch eines neuen Produktes, dass wir die entsprechenden Produktschulungen schnell an die Fachverkäufer weltweit rausschicken können.
Da zählt aber auch zum Beispiel das Thema datengetriebene Personalarbeit dazu. Wenn man über Daten auch Fluktuationsursachen beispielsweise, Engagementrisiken untersuchen kann, vorhersagen kann, dann steckt da auch ein hoher Nutzen drin, ohne dass der vielleicht direkt quantifizierbar ist. Wir möchten Sie jetzt dazu einladen, kurz für sich zu reflektieren. Was haben Sie sich vorgenommen von diesen vier Clustern, vielleicht auch darüber hinaus? Und dazu gebe ich wieder zurück an dich, Steffi. Genau. Wir laden Sie nämlich als nächstes ein, diese Fragen bei uns auch zu beantworten. Heißt also, wenn wir jetzt wieder auf diese Phasen eines Digital Agile Projekts zurückkommen, auf diese intensive fünfte Phase. Ja, bevor wir dazu übergehen, was waren denn überhaupt Ihre Beweggründe für die Digitalisierung von HR? Nehmen Sie sich etwas Zeit für diese Frage und klicken Sie direkt auf Ihre gewünschte Antwort oder auch auf Ihre Antworten. Mehrfachauswahl ist nämlich möglich. Genau. Hier sind die entsprechenden Antworten. Wenn eine Antwort für Sie fehlt, können Sie die auch gerne gleich im Chat platzieren. Wir schließen nun die Frage, was hat sich denn ergeben? Voilà. Ja, Prozesseffizienz steht da ganz klar der Gewinner, gefolgt von Employee Engagement, Business Impact und die technologische Vereinfachung. Und im Chat ist, glaube ich, nichts reingekommen. Da können wir aber gerne auch noch im Anschluss nochmal darüber diskutieren. Nun zur zweiten Frage. In welcher Phase der Digitalisierung von HR befinden Sie sich denn? Bitte auch hier wieder direkt auf dem Bildschirm antworten und Mehrfachantwort ist ebenfalls wieder möglich. Wir schließen die Frage, was sind denn hier die Resultate? Ah ja, sehr viel zu Beginn noch in der Initialisierung, aber auch mittendrin in der Projektarbeit bis über die Hälfte und solche, die sich eben in dieser letzten oder immer wiederkehrenden Phase befinden. Ich würde sagen, das passt ja ganz gut, weil gerade auch die, die jetzt am Anfang ihres Digital HR stehen, da haben wir ein paar gute Inputs für Sie dabei. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich würde jetzt sagen, wir starten in die Insights dieser eben erwähnten fünften Phase von Betrieb, aber auch Tagesgeschäft sicherstellen, Systemprozess optimieren und schon wieder die nächsten Projekte, die auf Sie warten. Sie sehen jetzt in der nächsten Übersicht fünf Handlungsfelder, die gemäß unserer Erfahrung einen großen Einfluss auf den Erfolg von Digitalisierungsprojekten haben. Und auf die möchten wir im Detail gerne eingehen. Ja, die eine universelle Stellschraube zu Unlocking HR Performance, die haben wir leider auch nicht. Also es gibt nicht ein eindeutiges Rezept dafür. Vielmehr ist es eben das ganzheitliche Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Natürlich sind auch wir der Überzeugung, dass eine saubere technische Implementierung die Basis eines jeden Digitalisierungsvorhabens ist. Aber um eben wirklich einen Unterschied zu machen, sollte die Digitalisierung als ganzheitliche Transformation verstanden werden.
Björn, erzähl uns doch mal, was du damit meinst, wenn du dich um deine Anwenderinnen kümmern möchtest. Um die Anwender und Anwenderinnen. Aber ganz genau, es ist die technologische Basis, ist wichtig, aber es ist eben noch ein bisschen was mehr. Und was meinen wir mit, kümmern Sie sich um die Anwender und Anwenderinnen? Als Projektleiter, als Projektteam haben Sie Monate oder Jahre damit verbracht, auf diesen Go-Live-Termin hinzuarbeiten. Und wir haben jetzt gerade in der Umfrage erfahren, dass viele noch vor dem Go-Live stecken. Und umso spannender ist das natürlich. Also alle fiebern auf diesen Termin hin. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kenne diese Rolle ja auch aus dem Businessleben. Und man würde natürlich gerne mit diesem Go-Live das Projekt als abgeschlossen ansehen, aber für die Anwender des Systems beginnt mit dem Go-Live einfach erst die Veränderung. Und auch wenn man sich im Rahmen des Projektes viele Gedanken dazu gemacht hat, wie man die User gut aufgleisen kann und wenn man unglaublich viel in Trainings investiert hat, wenn man Lernvideos produziert hat, dann passiert mit dem Go-Live etwas ganz Besonderes und das nennt sich Realität. Man wird mit der Realität konfrontiert und die Realität ist einfach bunter und vielfältiger, als man sich das im Projekt überlegt, als es auch in Testszenarien einfließen kann oder als es in Lernmaterialien abgebildet werden kann. Oder ich kann es natürlich in Lernmaterialien abbilden, aber dann habe ich ein dickes Buch geschrieben und das liest gewöhnlich keiner mehr durch. Von daher heißt es einfach, nach dem Go Live sich weiter für das Projekt verantwortlich fühlen. Es ist eben nicht das Ende des Projektes, sondern nach dem Go-Live starten wir einfach die nächste Phase des Projektes. Und in dieser Phase gilt es, die User so gut wie möglich zu betreuen. Die User dürfen sich auf gar keinen Fall alleingelassen fühlen. Es geht darum, dass allen klar ist, wo finde ich Informationen? Wo wird mir geholfen mit dem System? An wen kann ich Fragen adressieren? Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass diese Fragen beantwortet werden, dass die Person, die diese Fragen aufnimmt, auch Zeit hat, die Fragen zu beantworten, und zwar relativ kurzfristig. Das kann man natürlich noch perfektionieren, wenn man eine Art Wissensmanagementsystem aufbaut, in dem man diese ganzen Fragen eben auch sammelt und der Community zurückspielt. Dafür gibt es High-End-IT-Lösungen, die nichts anderes können als Wissensmanagement. Ehrlich gesagt tut es aber auch eine Excel-Lösung. Auch da kann man schon viel mit gewinnen, um diesen Prozess einfach besser aufzusetzen. Wie aufwendig das ist oder wie wenig aufwendig dieser Prozess oder diese neue Phase ist, das hängt natürlich stark davon ab, was für ein System Sie eingeführt haben. Geht es darum, ein System einzuführen, was nach dem Go-Live von wenigen Personen genutzt wird, naja, dann ist das wahrscheinlich keine allzu große Herausforderung, da einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann sehen Sie es als Sensibilisierung, bereiten Sie sich gut darauf vor, aber naja, Herausforderung wird es wahrscheinlich nicht sein. Anders ist das Ganze natürlich, wenn wir über eine Payroll reden, wenn Sie ein Stammdatensystem neu einführen, wenn Sie vielleicht sogar global ein neues Stammdatensystem einführen oder einen Employee Self-Services, dann werden einfach am Tag des Go-Lives oder am Tag danach Hunderte, vielleicht sogar Tausende Mitarbeiter sofort auf diesem System unterwegs sein. Und klar, diese Mitarbeiter, diese User, die werden viele Fragen stellen, die werden mit neuen Ideen reinkommen. Die werden vielleicht auch Fehler oder vermeintliche Fehler produzieren. Und das kann in Summe natürlich schon so ein Stück weit Hektik in die Organisation bringen. Das kann Hektik in das Projektteam bringen. Und das kann Druck erzeugen. Und uns ist es wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass man sich möglichst nicht unter Druck setzen lassen sollte. Und das ist das, was wir hier einfach meinen. Versuchen Sie, die Ruhe zu bewahren. In der Regel melden sich kritische Stimmen, aber vergessen Sie eben nicht, es gibt eben nicht nur diese 100 kritischen Stimmen, sondern es gibt möglicherweise auch weitere 100, 1000 oder viele tausend Mitarbeiter, die das System nutzen und die zufrieden sind. Die hören Sie in der Regel aber nicht, aber die sind trotzdem da. Und warum sollte man einfach bei diesem kritischen Feedback zu Beginn nicht direkt in Aktionismus ausbrechen, sondern warten Sie die ersten Wochen erstmal ab,
Schauen Sie, ob das System wirklich den Benefit bringt, den Sie wollten. Und entscheiden Sie erst dann, ob es tatsächlich Anpassungen benötigt. Und ein Effekt, den ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass man gewöhnlich in den ersten Tagen viel Feedback bekommt und die User werden sich in den ersten Tagen, in den ersten Wochen mit dem System vertrauter machen. Sie werden ein besseres Verständnis entwickeln und sie werden eben auch lernen, das neue System in ihrem individuellen Arbeitsalltag gut unterzubringen. Und darum löst sich dieses Feedback eben teilweise von selbst auch wieder auf. Und das ist das, was wir eben sagen. Es hilft einfach am Anfang wirklich die Ruhe zu bewahren und nicht in Aktionismus auszubrechen. Steffi, was hilft noch? Ja, was noch genau? Idealerweise machen Sie sich aber trotzdem vor dem Go-Live etwas Gedanken über Ihre HR-IT-Organisation, weil die ist nämlich key im Minimum für folgende 4 Prozesse. Nämlich den Support, also wie Björn erwähnt hat, Sie werden da sein müssen, um zu beantworten, welchen Prozess wie in welcher Abfolge zu leisten ist. Aber auch bei dem Incident Management, kein System läuft nämlich fehlerfrei. Es wird allenfalls zu Ausfallzeiten kommen oder auch unerwartetem Systemverhalten. Das ist gerade zu Beginn nicht ungewöhnlich und dieses Fehlermanagement sollten Sie vorbereitet sein. Was auch wichtig ist, das Release-Management. Die meisten Provider speisen meist mehrmals im Jahr sogenannte Optimierungen oder auch Fehlerbehebungen automatisch ins System. Die kann man aber vorgängig auch anschauen und testen. Und da lohnt es sich, so einen gewissen strukturierten Testablauf dafür aufzugleisen. Und eben schlussendlich das ganze Request-Management, HR, aber Ihr ganzes Unternehmen werden das System optimieren und auch bereichern wollen, weshalb Sie sich im Minimum zu diesen 4 Prozessen Support, Incident, Release und Request Management die Fragen stellen sollen, wie laufen diese Betriebsprozesse ab, wer ist dafür verantwortlich und wissen denn die Mitarbeitenden HR wie ihre Organisation überhaupt darüber Bescheid? Weil wenn sie es nicht wissen, dann nützt alles nichts. Somit kommen wir zur nächsten Überzeugung. Wenn Sie denn nämlich den Go-Live überstanden haben, geht es eben darum, die HR-IT-Lösung weiterzuentwickeln. Bitte eine Folie zurück. Vielen Dank. Wenn nämlich der Go-Live abgeschlossen sind und die ersten Tage oder Wochen überstanden sind, werden Sie ganz garantiert an einen Punkt kommen, um eben zu verbessern zu wollen. Vielleicht brauchen Sie zuerst noch auch etwas Abstand zum Projekt. Das hilft immer. Schauen Sie danach aber auf Ihren ursprünglichen Business Case zurück. Analysieren Sie Ihre Ziele. Sind wir denn schon dort, wo wir sein wollten? Was muss allerdings noch erfolgen? Und ganz wichtig, wenn das viele Tasks sind, priorisieren Sie diese wieder. Sonst ist das einfach sehr überwältigend. Und auch hier gilt es wieder zu schauen, was ist denn wirklich wichtig und dringend und in welcher Folge arbeite ich nun die noch offenen Tasks ab. Was auch oft hilft, ist, sich mit anderen auszutauschen. Also dieses Netzwerk zu nutzen, das Sie vielleicht haben, mit anderen Unternehmungen, die vielleicht ähnliche Projekte gerade über die Bühne bringen oder bereits etwas weiter sind. Sich da darüber auszutauschen, was hat sich bewährt und was sollte vielleicht auch unbedingt vermieden werden, um diese Schlaufen nicht extra auch noch machen zu müssen, das lohnt sich effektiv. Und was ich auch immer ganz interessant finde, ist, einen Blick auf die Strategie Ihres Providers zu werfen. Die meisten Provider haben ganze Research-Abteilungen, Analysten im Hintergrund, die ja entsprechend auch den Markt und Trends verfolgen und entsprechend da auch ihre Lösungen weiterentwickeln. Fragen Sie also unbedingt mal nach, wohin die Reise bei Ihrem Provider geht, um da schon wieder ein bisschen nach vorne zu schauen und für Sie rauszufinden, ob das sich auch mit Ihren Bedürfnissen alles deckt. Werden Sie sich also bewusst oder seien Sie sich bewusst, dass Ihre Lösung Begehren wecken wird in Ihrer Organisation, selbst wenn Sie nicht alle Bedarfe oder ja, Requests umsetzen
wollen, müssen oder können. Sie müssen sich trotzdem prüfen und auch wieder darüber informieren. Und das kostet einfach auch entsprechend Zeit. Was Schöne ist aber, dass der sukzessive Aus- und Aufbau von Funktionalität immer weiter die Akzeptanz stärken wird. Kommen wir also zu unserer nächsten Überzeugung, nämlich, dass nicht nur Ihre HR-IT-Lösung weiterentwickeln werden sollte, sondern eben auch HR. Und Stefan, was meinen wir denn genau damit? Die IT hinausdenken, denn nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch sinnvoll. Sie werden sicherlich auch die Erfahrung machen, dass Anwenderinnen und Anwender häufig reflexartig nach bestimmten Lösungen in der IT fragen, nochmal eine zusätzliche Genehmigungsschleife einbauen, nochmal eine neue Rolle, irgendeine weitere Sonderlösung für vermeintlich häufig auftretende Fälle. Message ist hier, die wir Ihnen mitgeben wollen, HR insgesamt zu denken und nicht nur ein Digitalisierungsvorhaben auf die IT zu reduzieren. Und was meine ich genau damit? Auf der nächsten Grafik sehen Sie ein Bild, das wir gerne benutzen, wenn Sie in HR wirklich Exzellenz erreichen wollen. Dann müssen Sie beide Achsen gut bespielen. Einmal die Stabilitätsachse hier nach rechts und die Agilitätsachse nach oben. Manchmal nennt man die horizontale Achse auch dann Human Capital Management und die vertikale Human Experience Management. Und die IT leistet einen wichtigen Beitrag für Datenintegrität, für verlässliche Services, für eine qualitativ hochwertige Personalabrechnung und Stammdatenadministration beispielsweise. Die IT leistet auch einen Beitrag, wenn wir nach oben gehen, Richtung Employee Experience. Das ist völlig richtig, nur wenn wir es auf die IT reduzieren, dann heben wir nicht die Potenziale. Und deswegen sind Sie ja auch hier in unserem Webinar, weil es geht, weitere Potenziale zu heben. Und dazu muss HR insgesamt angeschaut werden. Und als wichtiges Thema, wenn Sie mal überlegen, viele Unternehmen, möglicherweise Sie auch, haben gleich eine Variante des klassischen sogenannten Dave-Ulrich-Modells im Einsatz mit den drei Säulen Business Partner, Service Center und Kompetenz Center. Das ist ein Modell, was auf Effizienz angelegt ist und was eine hohe Verlässlichkeit bietet, auch hier in Sachen Stabilitätsachse. Aber die hohe Arbeitsteiligkeit in diesem Modell, die trägt nicht unbedingt bei dazu, jetzt hochzugehen Richtung Employee Experience. Ja, fragmentierte Prozesse, die tragen nicht unbedingt zu einer hohen Mitarbeitenden- oder Kandidatenerfahrung bei. Das Kaizen-Modell ist auch nicht ausgewiesen agil, also bringt sie auch nicht wirklich weit nach oben auf der Agilitätsachse. Und deswegen gilt es eben nicht nur an der IT anzusetzen, um hier in den Exzellenzbereich zu kommen, sondern auch an allen Komponenten des HR-Geschäftsmodells. Wenn ich von allen Komponenten spreche, dann meine ich aber nicht, dass Sie komplett HR umkrempeln müssen. Ich nehme mal wieder das Beispiel aus der Forstwirtschaft. Man muss nicht unbedingt den ganzen Wald abholzen. Vielleicht reicht es, einzelne Bäume zu fällen und dann gezielt nachzupflanzen, vielleicht auch mit anderen Arten, die den Wald dann noch resilienter machen. Deswegen mache ich mal ein Beispiel. Auf der nächsten Seite sehen Sie mal zum Recruiting, wo es gilt, eben über die IT hinaus zu denken. Und wir haben ja eine Zeit, das digitale Zeitalter, wo eben nicht mehr Kandidaten Jobs suchen, sondern wo Jobs Kandidatinnen und Kandidaten suchen. Wir haben eine Zeit, wo Sie wissen, was draußen in der Welt vor sich geht und wo Sie eine Unmenge von Daten und von Profilen, ja Millionen von Profilen, in Zugriff haben, was Sie früher nicht hatten. Und trotzdem ist so diese klassische Personalbeschaffungspraxis, also möchte ich sie mal nennen, ist noch wie anno dazumal in vielen Unternehmen.
Und wir ermuntern Sie einfach auch neu zu denken. Und im Beispiel Recruiting kann das eben sein, auch Strategie und Positionierung hier von Recruiting neu zu denken. Will ich weiterhin eine Employer-of-Choice-Strategie fahren und möglichst viele Bewerbungen generieren? Oder möchte ich ungeeignete Bewerbungen vermeiden und eher eine Employee-of-Choice-Strategie fahren? Möchte ich lieber Best Person for the Job Ausrichtung haben oder Best Talent for the Company zum Beispiel? Das ist so diese erste Komponente, Strategie und Positionierung. Dann Governance. Soll HR weiterhin oder soll Recruiting weiterhin als HR-Aufgabe verstanden sein oder begreifen alle, dass hier sie die jeweilige Verantwortung haben und alle dazu beitragen, dass Recruiting wirklich als Teamsport durchgeführt wird. Beim Thema Prozesse, Fokus auf Auswahl nach Bewerbung oder erweiterter Fokus auf Sourcing, auf Suche, auf Stärkung der Pipeline. Beim Thema Organisation und Rollen, weiterhin der Fachbereich als Kunde, vielleicht Hiring Manager, One Pace to the Customer, ein Business Partner, eine Business Partnerin, die sich um alle HR-Facetten kümmert. Oder könnte es Sinn machen, hier ein anderes Rollen- und Organisationsmodell einzuführen, wo es eben ja Candidate-Centric Teams gibt, die Sourcing und Recruiting end-to-end denken und durchführen. Oder beim Thema Kompetenzen und Mindset versteht sich HR als Gatekeeper, weiterhin als Hüter von Qualität und Kultur im Unternehmen. Oder ist nicht vielleicht ein vertriebliches Mindset hilfreich, mit der Leidenschaft auch neue Mitarbeitende für das Unternehmen zu gewinnen und das Unternehmen entsprechend zu verkaufen? Und schließlich, ja, Kapazitäten. Werden weiterhin sehr viele Interviews durchgeführt, so nach dem Prinzip Gießkanne, im Zweifel auch in den nächsten Schritt. Und wir beschäftigen uns viel mit vielen Kandidatinnen und Kandidaten oder nutzen wir die Daten, die uns auch die IT bietet und die digitalen Lösungen, um zu schauen, was ist denn wirklich erfolgversprechend im Sinne Rekrutierungskanäle, im Sinne Kandidaten und Kandidaten, sodass wir weniger Aufwand auf viele, sondern mehr Aufwand auf die wirklich erfolgversprechenden verwenden und da eine hohe Candidate Experience sicherstellen. Also Message hier, über IT hinaus zu denken und die anderen Komponenten eines Target Operating Models auch wirklich anzufassen. Und wir waren beim Thema Daten und beim Thema Daten, Steffi, gebe ich auch wieder an dich ab. Das ist ja auch Thema des nächsten Punktes. Richtig, gutes Stichwort. Unsere nächste Grundüberzeugung ist nämlich, ja, nutzen Sie Daten und lassen Sie wiederum die Anwenderin sprechen. Was meinen wir genau damit? Gehen Sie jetzt zurück zu Ihren ursprünglichen Zielen und werten Sie diese nochmals aus. Allenfalls auch mit dem neuen System. Es gibt da meistens solche Anwendungsreportings. Das heißt, Sie können auswerten, wie oft, für welche Prozesse, wann und von wem das System genutzt wird. Diese Transparenz über das Erreichen von Zielen, aber auch das Nicht-Erreichen von Zielen, schafft garantiert wieder Vertrauen für die nächsten Schritte und auch für weitere Investitionen. Also wenn Sie hier das transparent machen können, aufzeigen können im Management, dann hilft das in jedem Fall und stärkt das Vertrauen in Ihre Arbeit. Die Übersicht zur Zielerreichung hilft aber auch bei Ihnen beim Entscheid, ob es sich vielleicht als nächstes eher mal lohnt, noch Verbesserungen vorzunehmen, wie zum Beispiel auch weitere Funktionalitäten auszubauen, vielleicht Funktionalitäten, die noch schlummern, wirklich auch anzulassen, bevor es vielleicht schon wieder in das neue Projekt geht, also in die Einführung von neuen Modulen oder vielleicht in den Rollout bei weiteren Ländern. Natürlich ist das immer eine Frage Ihrer Kapazitätenlage. Das heißt, wenn es ressourcenbedingt beides zulässt, ist es natürlich auch schön zu verbessern und gleichzeitig auch schon wieder mit den weiteren Projekten weiterzumachen. Falls Sie zum Schluss kommen, dass noch zu wenig Reichweite herrscht,
könnte vielleicht ein Einsatz von Testimonials oder Ambassadoren, also sogenannten Sprachrohren, in Ihrer Unternehmung sinnvoll sein, damit Sie einfach da Ihre User noch besser oder sinnvoller erreichen. Sprechen Sie doch einfach auch hier wieder mit Ihren Anwenderinnen das Involvieren von Mitarbeitenden jeglicher Bereiche ist immer eine Employee Experience für diese Mitarbeitenden und es steigert bestimmt auch das Vertrauen in Ihre HR-Arbeit, weil jeder wird gerne auch mal gefragt, hey, wie findest du denn das und was würdest du da noch verbessern oder was ist jetzt einfach auch mal gut. Was ich auch immer cool fand, war frisches Blut dazu zu nehmen. Vielleicht in Ihren Betrieb, aber auch in Ihr Projekt für eine bestimmte Zeit. Haben Sie vielleicht Trainees oder Hospitanten, Praktikanten, Lernende, die Sie noch unterstützen können, also die bei Ihnen mithelfen, mitarbeiten, weil solche objektive Mitarbeitende oft nochmals eine weitere Perspektive und auch etwas Abstand zum ganzen Projektgewusel mitbringen. Fragen Sie sich auch, was läuft denn gut? Was haben wir gelernt? Was machen wir das nächste Mal wieder anders? Welche Stärken weiter ausbauen? Vielleicht auch hier nicht immer nur auf die Schwächen konzentrieren, sondern wirklich auch, hey, da sind wir toll, da wollen wir jetzt etwas mehr Invest reinnehmen. Das kann im Projektmanagement sein, Ihrem Projektscope, in der Story, in der Kommunikation, im Involvement, wie erwähnt von weiteren Mitarbeitenden. Und was ich auch wichtig finde, seien Sie ruhig auch großzügig bei der Bewertung Ihres Erfolges. Sie und das Projektteam haben bestimmt immer eine anstrengende Zeit und es vielleicht gerade nach einem erfolgreichen Go-Live auch mal verdient, gefeiert zu werden. Tut allen gut. Und genau dieser Rückenwind bringt uns jetzt zu unserer nächsten Überzeugung, nämlich wenn es darum geht, in die Planung der nächsten Schritte zu gehen oder wie geht es weiter mit Ihrer Digital HR Roadmap. Wenn Sie uns jetzt zugehört haben, haben Sie sicher verstanden, dass wir gerne davon ausgehen, von der HR-Strategie, die Digital HR Roadmap abzuleiten. Was aber wirklich eine weitere wichtige Komponente ist, und da stecken Sie alle mittendrin, ist die Learnings von den vergangenen Projekten mitzunehmen und Ihre HR Digital Roadmap hier weiter zu justieren. Es ist nämlich die Zeit, die einhergeht und auch Ihre gesammelten Erfahrungen, die es erlauben, diese immer wieder präziser zu gestalten. Ja, im nächsten Slide nochmals zurück zu oder insgesamt unsere 5 Grundüberzeugungen zu Unlocking HR Performance. Unsere Message ist wirklich, Digitalisierung als Chance einer ganzheitlichen Transformation zu sehen. Und wenn Sie diese nicht im Projekt realisieren konnten, dann machen Sie einfach weiter. Versuchen Sie, die richtigen Stellschrauben auch nach dem Go-Live noch zu justieren. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg und Freude damit. Stefan, hast du noch etwas hinzuzufügen, bevor wir jetzt in die Q&A-Session rübergehen? Ja, wir hatten ja gesehen bei der Beantwortung der Frage, welche Potenziale sehen Sie, was nehmen Sie sich vor? Da war der Fokus auf Effizienz. Und sicherlich haben einige von Ihnen dann auch mehrere Punkte angeklickt. Der Fokus auf Effizienz, der ist auch grundsätzlich erstmal gut. Wenn Sie sich erinnern an die beiden Achsen Stabilität und Agilität, dann ist unser Credo auch Stability first, Agility second, um das Neudeutsch auszudrücken. Also wirklich auch auf Effizienz, auf Verlässlichkeit, auf Datenintegrität zu achten. Erst die solide personalwirtschaftliche Pflicht ermöglicht dann auch die agile Kür. Deswegen Stability first, Agility second. Ich glaube, das drückt sich auch ein bisschen aus in der Beantwortung Ihrer Fragen und das ist, was wir durchaus unterstützen. Aber bleiben Sie nicht bei Effizienz stehen.
Digitalisierung ist mehr als Automatisierung und Effizienzsteigerung und nutzen Sie die Potenziale, wie auch aufgezeigt, auch an anderen Hebeln, andere Stellschrauben in Bewegung zu setzen, um die HR-Performance auf neues Level zu bringen. Und dabei wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Und dann gebe ich zurück zu Steffi und ich denke, wir beenden erstmal die Aufzeichnung, um dann in Q&A zu gehen.